Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Super Mario 3D World. Ja, ich bin immer noch so ein bisschen verpeilt wegen dem Namen. Ja, im letzten Part haben wir Schattenspiele gespielt. Ja, unten. Und haben dann hier ein paar Baseball gefunden, die ja vermutlich dann auch nur so Standard-Items sein werden, zum Gegner angreifen. Und dann haben wir hier dem Galumba hier eins auf die Mütze gegeben, damit wir hier weiter konnten. Und hier geht es dann mal direkt zum zu den Kirschen. Doppelkirschenberg. Hol das neue Item hier. Bin ich mal gespannt. Vor allem, weil ich das Item nicht kenne. So, okay. Du bist jetzt zwei Toads? Okay, das macht zumindest Sinn wegen Doppel. Ich kann aber deinen Doppelgänger nicht hochheben, gell, nur dich. Mein Doppelgänger bleibt einfach sitzen. Achso, du kannst immer noch steuern, oder was? Ja gut, dann springst du aber von mir ab. Ja. Aber was für ein... Wo bist du denn? Achso, dein Doppelgänger ist verschwunden, oder was? Hä? Oder du hast den zu weit von mir weggetragen. Okay. Also man steuert dann immer noch beide, aber die gehen nicht mehr aufeinander zu. Stimmt. Aber... Vielleicht muss man da später... Achso, bestimmt Rätsel machen, wo man dann halt mit dem einen dahin läuft. Gegen die Wand läuft, während der andere weitergeht. Miau, 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 miau. Da oben ist nichts. Definitiv nicht. So, und Achtung. Auf der linken Seite. Miau, 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 miau. Oh, okay. Wollen wir das? Oder behalten wir die Glocke? Laut klingt die Glocke. Als Ersatz. Okay. Falls man doch braucht. Deswegen hat man ja zumindest Items, die man einsammeln kann. So, rechts erst gucken. Ich glaube, wir werden hier irgendwie für Blumen angeworfen. Oh, das war leicht. Jetzt sieht man den Vorteil. Aber mein Doppel... Da fahren wir... Ah, man ist, glaube ich, beides. Und wenn einer stirbt, dann ist man halt der andere. Irgendwie. Ist wie bei Pinball, oder... Doppelarmee. Okay, also ja, wenn ich ein... Oh, das war dumm von mir. Wenn ich einen verliere, dann... Na? Also wie gesagt, wenn ich einen verliere, dann bin ich der andere. Okay, den kriegt man nur, wenn man zu zweit ist, oder was? Achso, ja, wenn man Doppelkirsche ist. Das macht das Ganze, glaube ich... Du bist den falschen Weg gegangen. Du bist den münzigen Weg gegangen. Da geht's hoch. So. Zumindest sieht man dann auch den Sinn dann von... Okay, einmal einen angegriffen, kriegen die voll Panik. Das ist Panik, die werden aggressiv. Miau, Doppelmauzi. Oh Gott. Oh Gott. Juhu. Miau, miau. Ich lauf dich mal wieder zusammen, oder soll ich alle zusammentragen, ne? Ich versuch's gerade so ein bisschen. Ich weiß gerade nicht, auf wen ich gucken soll, Leute, ernsthaft. Warte. Ich will was sehen. Nein, einer. Yes. Tritt mal Minus. Das war Plus. Ja. Yay! Mario Power! Unten links geguckt, ob da noch der letzte Stern war. Hier gibt es ganz schön viele Wege, aber ja gut, wir können mal gucken. Ja, Mario Power. Haben wir sofort mit hier ein bisschen ausgelassen. Okay. Ey, warte auf mich, mein Doppelgänger verschwinden. Ja, nur, das ist doch gut, dass du den gefunden hast. Müssen wir den nicht mehr suchen. Okay, wir haben da oben auf jeden Fall mehrere Wege. Es wird, glaube ich, später interessant, wenn es ein Level gibt, die dann wirklich darauf extrem spezialisiert sind, dass man hier mit Doppelgänger rumläuft. Mein Mario. Achso, der geht nur da oben lang. Okay. Okay, das ist, ja, gut, okay. Vielleicht um diesen Feuerkuppel zu hinter. Da oben wäre was gewesen. Dann haben wir was verpasst. Ne? Ja, weil du in die Röhre bist gleich. Ja. Ja, wir hatten Zeit nur. Ich krieg auf jeden Fall 1000 Punkte. 1000. Oder war das die Krone oder war das dein Doppelgänger? Das war die Krone und ich hab 1000 für meinen Doppelgänger bekommen. Extra. Nochmal in das Level rein. Da weiß ich nicht so, als ob das schlimm wäre. Oh, Prinzessin Peach mit Feuer.
Die wundert sich vermutlich auch. Mit 5 Toads in 10. Da prahlt jemand. Ja, ja. Wenn er alleine spielt und sich Zeit lässt, kann es jeder. So, ja, jetzt müssen wir da nochmal rein, weil am Ende noch was war. Auf jeden Fall ist die Schloss zumindest schon frei. Yo, Sword Machine! Willst du die zuerst machen, oder? Ja, ja, kann man ja einfach mal rein. Schnell reingehen. Oh, hier läuft ein bisschen verrückt. Ja, ja, sag ich ja, da hat irgendwie die Hände vorne, dass wieder bum bum bum, Auto, bum. Ist zwar nicht, ich glaube zwar nicht, dass wir jemals irgendwie alle Leben brauchen, aber ja, ich mag die Musik hier. Dip 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 dip. Yay! Dam 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 dam. Ich wollte übertrieben. Also wir verlieren ein Leben, wenn einer von uns komplett drauf geht und ans Blase zurückkommt, oder? Sehe ich das falsch? Oder verlieren wir das nur, wenn wir beide gleichzeitig runterfallen? Das weiß ich gerade nicht. Das ist bis jetzt einmal passiert. Wir werden diese Leben nie los. Vermutlich nicht, ne. So, gleich mal rein hier. Falls doch, da ist noch eins. Auf den Doppelkirchenberg. Also man kann die, man kann sich quasi einfach die massive Kopie holen. Niemand kopiert Mario besser als Mario selbst. So. Ist natürlich auch interessant, wenn man dann hier mit den ganzen Typen dann rumrennt. Ach, da ist. Das sind ja die Mies, die anderen, gell? Ei, ei. Geht ganz schön ab hier. Hier waren ja auch noch welche drin, gell? Nee. Hier waren nur Münzen drin. Achtung. Du bist wieder viel zu schnell. Ich verliere meinen Doppelgänger, ja. Egal, nicht so wild. Oh. Da bin ich mit dem richtigen Mario getroffen worden, ja. Mario! Ja, mit 5 meint er halt, dass er halt alle bekommen hat und dann... Ja. Aber schade, dass das nicht multipliziert. Warte mal, Feuerblume. Ich bin ja der Meinung, 2 verdoppeln macht 4. Übrigens auch lustig, wie die Mies hier gerade rumrennen. Wieso, das meine ich, dass es vielleicht nur dazu da ist. Nein, nicht reingehen! Zu hinterlaufen. Du bist die Katze, geh hoch. Die Katze geht hoch. Die Katze ist hoch. Muss dich drehen. Weißt du doch. Lauf mal ganz nach links. Wie ganz nach links? Ganz nach links und springen. Achso, dass ich mich auf mir selber rumhüpfe oder was? Aber irgendwie klappt das nicht so wirklich. Na? Ja, wenn ich Mario Sunshine spielen würde, wäre das glaube ich einfacher. Ich hüpfe da unten rum wie so ein Blöder. Aber hier scheint nicht der Stern zu sein. Drück halt Minus, was ist denn los? Echt nicht? Oh, da kann man runterfallen. Da ist einer meiner Doppelgänger runtergefallen. Aber wo ist dann die Münze? Wo ist dann der Stern? Der ist doch im letzten Bildschirm und wir haben... Schnell, komm runter, bevor ich ihn... Bevor du weg bist? Ja, ich war doch eben außerhalb des Bildschirms. Ja, dann wirst du nach oben gekommen und... Dann verlierst du ja kein Leben, du wirst ja nur zu mir geportet. Ich hab keine Katze verloren. Dann. Ah! You see that? Hier müssen 4 von uns drauf. Okay. Upsala. Warten die auf uns? Ja, keine Ahnung. Vermutlich, die waren halt schneller als wir. Okay, Leute, wir haben festgestellt wohl, dass wir Doppelgänger aufheben müssen. Damit wir einen Stern bekommen. Brauchen wir wirklich 4 Doppelgänger oder reicht es, wenn... Wenn wir 4 Spieler sind, meinst du, oder was? Ja. Ich weiß es nicht. Wir brauchen eh mindestens 2. Nochmal. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir uns nicht verwirren vor lauter. So. Ich sammle alle, du machst alle Gegner. Okay. Das waren ja dann rechts die anderen, gell? Ja. So, alles klar. Hier direkt hoch.
kannst da ruhig mit beiden rein. So. Ab hier wird es ein bisschen kritischer wegen den Typen, also gehe ich mal vor. Zu schnell. So, alles klar. Wenn man jetzt hier so ein bisschen konzentrierter ist, dann ist es... Ich bin immer noch ein wenig aus dem Bildschirm raus, weil nicht so weit vor. Warum rennst du eigentlich so langsam, frage ich mich. Ich hab Angst. Ach so. Bisschen... Angst. Meine Katzen. Meine armen kleinen Katzen. Und jetzt müssen wir aufpassen, weil hier die Truppe, die hat ja einen von den... So, Achtung. Katzen haben Angst. Am nächsten habe ich meine Katze verloren. Warte. Drück wenigstens Minus. Ja, ich bin gerade so ein bisschen abgelenkt gewesen. So, jetzt haben wir die 5 Katzen, okay. Dann oben ist der Feuerhammerbruder. Na? Katzen haben Spaß. Die Kamera geht immer so. Achtung! Ich habe eine verloren. So, jetzt aber, es kommen keine Gegner mehr. Geh du rein am besten, ich glaube. Achso, gut, die kommen alle mit. Ich habe schon Angst gehabt wieder. Miau. Okay. Okay. Springen? Okay, alles klar. Aber da wenn man da vielleicht auch hochgekommen wäre, mit der Katze hochgegangen wäre? Möglich, oder? Was meinst du? Hat es aussehen, als ob das nicht ganz so oben war. Mal guck ganz komisch. Oh! Keine Ahnung. Mein Partner nervt extrem. Ja, dein Doppelgängerpartner oder dein Mitspieler? Ach ja, ja, war ja klar. Ja gut, du warst ja auch Doppelgänger-Meister. So. Sehr schön. So, schon wieder die Festung. Ja, wie viel brauchen wir diesmal? Bestimmt nur. Wir haben alles keine. Dahin. Gibt's da? Ja, aber da ist kein Schloss davor gewesen. Irgendwie nicht. Und die hat andere Haare. Glaube ich. Bowsers Kugelwilli-Kolonne, okay. Das. Oh, ist das. Oh, klassisch, das habe ich mir schon gedacht. Ah, ja, schön. Super Mario Bros. 3, letzte Welten. Ist auch die Musik dabei? Irgendwie. So kann nur ein bisschen leise sein wegen der Musik gerade. Ich glaube, hier wäre Feuer besser. Und hier darf man auch nichts verpassen zwischendrin, gell? Wenn dann hier noch die. Oh. Ein Pilz, einfacher. Ja, ich merke gerade, ich bin ja ein bisschen ruhig, weil man hier sich ein bisschen konzentrieren muss. Ist auf jeden Fall eine andere Art von Scrolling, würde ich mal sagen. Ui, da war eine Kanone drin. Auch interessant. Okay. Achso, dann können wir einfach unten dran springen und dann. Drehen sie sich einmal. Und dann glitzern sie. Dann kann man sie, glaube ich, selber benutzen als. Heißt, ja. Sie hätten uns mit der einen Kanone schon unten rausfeuern können? Vermutlich. Da ist der erste Stern. Hoffentlich, dass das der erste Stern ist. Und der zweite ist. Sehe ich schon. Und der Stern blockt. Der Stern blockt meine Feuerbälle. War auch gemein eben. Ja. Also nicht wundern, Leute, wenn wir hier gerade ein bisschen abgelenkt sind, weil das ist hier ein bisschen hektischer. Auch wenn es da so langsam aussieht. Ja, ich bin da als Bullefänger. Nein, meine Krone. Da hat er die Krone liegen lassen. Achtung. Ah, da oben ist der. Hol ihn dir! Ich hoffe, da war nicht der Stern jetzt drin in der einen Kiste. Wie die abgehen, wenn da einer. Wenn einer getroffen wird. Okay, da. Oh ne, hinten. Oh. Mit einer Kanone vermutlich, oder? Ja, also ich gehe davon aus, dass wir da eine Kanone hätten gebraucht und dann hätten wir da hinschießen müssen. Dass man die mitschleppt. Naja, die hat man vermutlich dann auf dem Kopf, die diese eine. Fragenzeichen Block am Anfang. Ah. Oh. Hallo Kollege. Oh, der ist feuerimmun. Nee, doch nicht.
Das war ein Treffer. Das war nur ein Treffer. Achtung. Also ist quasi, wie man es auch von Mario 3D Land kennt. Oh, okay. So, das war Feuerball-Power. Aber ja, da müssen wir halt leider nochmal rein, weil uns der letzte Stern fehlt. Dass man hier dann immer noch Zeit kriegt irgendwie, gell? Extra. Wozu auch immer. Dass man knapp den Kampf gewonnen hat, dass man hier nicht irgendwie wegen der Zeit, dass es ein bisschen fies wäre. Das wäre möglich. Yay! Das waren nur 8000. Aber in dem einen ersten Block war so eine Röhre drin. Und man hat so eine Kanone drin. Ja. Und die anderen beiden, die kann man sich ja dann holen extra. Der hat nur die Frage, wie das funktioniert, wenn man dann da rumrennt und die dann von alleine schießt, oder? Da haben wir ihn. Justin hieß der. Justin. Tja, immerhin. Wenn er dann nur Justin heißt. Ja, da wird auch immer wieder nebenbei angezeigt, was da für ein Gegner drin ist. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber okay. Ja, die hat andere Haare, oder? Und, ja, keine Ahnung, ein Bimmelhammer. Ab in die nächste Welt. Aber wir müssen da nochmal rein. Also noch nicht. Ich habe übrigens die Krone auf. Ich bin der Feuer-Mario mit Krone. Feuer-Mario. Müssen wir den Gegner dann komplett besiegen und bis ans Ende, gell? Denk schon, ja. Okay. Weil das muss ja gespeichert werden. Das kann man, ist nicht leider so wie bei anderen Spielen, wo man reingeht, einsammeln, wieder dann Start Select raus. Vielleicht doch, aber ich möchte nicht unbedingt riskieren, weil, vor allem, weil es ja noch am Ende ist. Und hier mal aufpassen, dass man sich nicht treffen lässt, dass man schön die Feuerbälle behält. Die Feuerblume. Feuerbälle auch. So, und du solltest nicht zu weit hinten rumgeistern. Wir wollen ja nur den einen Stern da holen. Wir verpassen ja nichts. Hey, mich nicht die schlagen Krone. Hier ist es. Na? Ja. Und du schießt von allein das Ding, okay. Das habe ich die ganze Zeit auf dem Kopf. Okay. Und hier kannst du das auch noch benutzen, wenn du möchtest. Ich muss nur unten dran springen, okay. Dum 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 dum. Wenn man sich duckt, dann sieht das so lustig aus. Oh, Achtung, Feuerball. Ihr seid jetzt ein bisschen zu... Was? Wieso bin ich getroffen worden? Achtung, nicht treffen lassen. Lass doch mal... Du brauchst nicht auf den anderen Spieler achten. Hallo, du bist da unten, Kollege. Ja, ich wollte warten, bis die Stacheln weg sind. Bin mal sicher. Okay, Achtung, hier Stacheln. Ich versuch... Vor dir. Warum bin ich jetzt schon wieder von was gewünscht und getroffen? Ach, von dir oder was? Treff ich dich. Ich weiß es nicht. Gerade Angst. So, warte mal, lass mich vor. Ja, ich treffe. Ja, du treffst mich. Ja, nicht so gut. Ich möchte. Gerade bin ich gestorben. Na! Ah. Okay, also man muss sich schon merken, dass man. Start, Neustart. Zurück zur Karte. Das macht wohl mehr Sinn, ja. Wenn diese Level fehlst, alle darin. Ja. Das wird dann einem extra angezeigt, okay. Okay, ein. Endlich mal ein anspruchsvoller Stern, würde ich mal behaupten. Okay, aber das war das, warum ich dann auch meins verloren habe, weil du mich dann getroffen hast. Dann solltest du aufpassen, dass du nicht im Weg rumläufst. Dann sollten wir einfach nur aufpassen, dass wir links und rechts rumlaufen, anstatt da vorrennen. Würde ich mal behaupten. Solange wir Feuerbälle haben, geht es ja. Und man kann auch gut die treffen hier, weil das halt wie so eine Explosion ist. Ach, die lassen Münzen fallen, dass man sich Leben sammeln kann. Zwei drin. So. Ja gut, die Feuerblumen sind ja eigentlich egal. Es ist ja in erster Linie wegen den... Ja. Wegen den Bomben. Und die fangen ja hier an. Also eine zumindest. Ja, da hinten sind ja auch zwei.
So, Achtung, ich gucke halt jetzt schön nach vorne immer. Du bleibst am besten hinter mir so lang. Dann machen wir das halt so rum, dass ich halt nach vorne gehe. Und dann holst du dir deins hier am besten. Weil besser, wenn dann einer vielleicht aus Versehen das verliert und dann... Weiß ja. Brauche nicht groß was zu erklären, was eh schon klar ist. Ja, Achtung. Wo willst du denn hinschießen? Achso, das ist halt immer dumm, wenn man sich halt umdreht und dann... Ja, der ein bisschen schräg schießt hier. Oh, Achtung. Aber man kann sich zum Glück nicht selbst von seiner Explosion treffen. Okay, ich kann schön nah an dran stehen. So, okay, alles klar. Ich mache echt... Also wir machen extra gemütlich jetzt hier. Oh, was machst du gerade? Lädst du auf? Ah, man muss auch gar nicht... Ja gut, okay. Wenn man den Knopf gedrückt hält, dann... Alles klar. Dann bleiben wir halt hier aufgeladen. So. Okay. Ja, das ist halt immer das, wenn man das halt erst, wenn man das erst herausfinden muss. Sehr schön, okay. Und jetzt machen wir mit einer riesigen Explosion den Gegner platt. Achtung, wir stehen uns bestimmt gleich selbst im Weg hier. Tod ist, ja, kleiner. Na du, Kollege. Einfach stehen bleiben, gell. Ja gut, solange er im Panzer ist, kann man halt nicht treffen. Oh, der wurde jetzt schon kurz unsichtbar. Okay. Das Schöne ist ja, man kann ihn ja trotzdem leicht folgen, wenn man nur sieht, wie er in eine Richtung geht. Im schlimmsten Fall springt man einmal kurz. Alles klar. Schön, dann haben wir zumindest auch diese Bomben, upsala, Bomben gelernt. Und man muss sich halt extra angewöhnen, dass man halt auf dem, ja, auf dem Rennen-Button bleibt. Damit man nicht aus Versehen, ja, wie so ein Wilder rumballert. Wie muss sich eigentlich Mario fühlen, der da gerade in diesem Ding da drin sitzt? Na gut, das... Man kann ganz so schnell rennen, wenn man in dem Ding drin sitzt, was auch logisch ist. Und hast du das nette Detail gesehen? Die Fee fliegt da rum und ist befreit. Die ist schon befreit gewesen. Ja, ja, die war schon befreit. Die fliegt da schon rum. So, warum guckt eigentlich mal immer so doof? Mein Freund ist 1000-mal gestorben, aber ich nicht. Ja. Dann solltest du dir mal einen anderen Freund zulegen, würde ich mal behaupten. Außerdem ist 1000-mal eindeutig eine Hyperbel. Ja, gut. Man übertreibt halt gerne, weißt du ja. So. Komm, wir gehen nochmal kurz in die nächste Welt. Und ja, gucken wir, wie die aussieht. Aber ich glaube, viel dürfen wir wohl nicht machen. Futurama, okay. Rutscht mir hier. Oh, da war ein Schneemann. Siehst du, die haben alle verschiedene Frisuren. Na? Warte mal, sind, nee, das diese, gar nicht. Sind das diese Kakteen eigentlich? In Schneemannform? Ja, ja, genau. Die Pokies heißen die. Pokies. Da ist ein... Eine Münze. Ein geschenkter Stempel. Den können wir noch mitnehmen. Also keine Ahnung, warum man das hier so... Oh, die weint. Warum weint sie? Dann dürfen wir diesen Stempel nie benutzen, weil sonst weint sie ja nur noch. Bis in alle Ewigkeit. Und da oben links ist irgendwie schon ein freigeschaltetes Bonus-Level irgendwie. Da muss man nur die richtige Röhre finden und die ist, glaube ich, in dem kleinen Fragezeichen. Und hier scheint es auch ein paar mehr Level zu geben jetzt, gell? Das ist ja alles auf Schienen. Ja, wenn es hier ein Loren-Level gibt, wäre ich nicht abgeneigt. Ist auf jeden Fall schön gemacht drauf mit den Sternen hier und alles. Und die Musik hat sich verändert. Du warst, hast ja letztens gemeint, das ist nicht so toll. Doch, das ist die Schneemusik, gell? Von Super Mario Bros. 3. Nur ein bisschen schöner gemacht, weil die Musik von Super Mario Bros. 3 war so ein bisschen, ja, frostig. Also passend frostig, aber... Ja. Aber, damit der Part nicht zu lang wird, weil ich weiß nicht, wie lange wir jetzt für dieses Level noch brauchen werden, sage ich dann schon mal wieder, ja, ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ich hoffe, hat euch der Part wieder gefallen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Uns, ich muss mich dran gewöhnen, dass ich nicht alleine bin.
Und ja, auch gerne abonnieren, falls ihr mehr von Super Mario 3D World oder andere Let's Plays sehen wollt von mir. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao. Tschüss.